Herzlich willkommen zu meinem heutigen Web-Talk aus der Reihe OER Finden und Erstellen für Lehrerinnen und Lehrer. Mein Name ist Christina König und ich freue mich, dass ihr heute alle dabei seid. In meinem Web-Talk geht es ja, wie der Titel schon sagt, darum, wie ihr in eurem Unterricht gut OER einsetzen könnt und natürlich auch selber machen. Wir hatten in den letzten Wochen vor Weihnachten dazu schon diverse Themen und jetzt im neuen Jahr geht es weiter. Ich versuche noch ein paar offene Themen zu bearbeiten und hoffe, euch damit einige Inputs zu geben. Heute haben wir ein schönes Thema auf dem Programm, ein buntes Thema und hoffentlich eines, das euch allen weiterhelfen wird. Nämlich das Thema Infografiken im eigenen Unterricht einsetzen und selbst erstellen. Vielleicht ganz kurz vorneweg ein paar einführende Worte zum Thema Infografiken. Die begegnen uns ja wirklich überall, ob in der Zeitung, im Internet, in Social Media. Überall haben wir es mit Infografiken zu tun. Häufig sind die so geschickt eingebaut, dass man gar nicht mehr mitbekommt, was sie eigentlich für eine Funktion haben, was sie für Inhalte transportieren. Umso mehr lohnt es sich, einen kleinen Blick auf das Wesen der Infografik zu werfen. Was ist eine Infografik eigentlich? Zunächst mal geht es dabei um eine Visualisierung von Informationen. Also das heißt, Informationen, die grundsätzlich eher sperriger Natur sind, Zahlen, Daten, Informationsreihungen, werden auf eine Art umgesetzt, um sie sich besser merken zu können. Häufig ist es ein Bild, aber es können auch interaktive Animationen, Karten etc. pp. Sein. Und sie können eben auf Daten basieren oder auf Theorien oder auf Prozessen und Vorgängen. Da ist alles Mögliche drin. Der Vorteil einer Infografik ist im Wesentlichen, dass man sich die Inhalte besser merken kann. Die Visualisierung sorgt also dafür, dass wir einen besseren Memo-Effekt haben. Und natürlich macht es wesentlich mehr Spaß, mit einer gut und schön gestalteten Infografik zu arbeiten, als eine Tabelle durchforsten zu müssen. Dadurch haben Sie auch das Potenzial, im Unterricht eine große und wichtige Rolle zu spielen. Zum einen aufgrund der verbesserten und vielseitig einsetzbaren Wirkung, die sie auf Lernende haben, und zum anderen aber auch auf der Metaebene, wenn man beispielsweise daran arbeitet im Unterricht an den Überlegungen, dass Infografiken ja nicht nur feste Inhalte transportieren, sondern dass damit auch Inhalte verzerrt oder auch tendenziös dargestellt werden können. Gerade bei älteren Schülerinnen und Schülern lohnt es sich daher, also die Infografik per se als Thema im Unterricht aufzugreifen und so die Lernenden darin zu unterstützen, auch mal die Spreu vom Weizen zu unterscheiden. Gerade jetzt in Zeiten des Distanzunterrichts wäre es beispielsweise mal ein schönes Projekt, die Lernenden damit zu beauftragen, ein und denselben Sachverhalt aufgrund von Infografiken aus unterschiedlichen Medien analysieren zu lassen. Wie wir das machen können, wo wir solche Infografiken finden können oder wie wir die auch selber erstellen können, dazu zeige ich euch gleich ein paar Tools und möchte euch jetzt einfach mal schon ein paar Gedanken diesbezüglich mit auf den Weg geben, wie wir damit arbeiten können. Aber nicht nur für ältere Schülerinnen und Schüler sind Infografiken ein tolles Thema. Auch für jüngere Klassen eignen sie die sich. Die Inhalte und Schwierigkeitsgrade müssen dann natürlich angepasst werden. Wir werden auch gleich noch ein Tool kennenlernen, das auch für jüngere Schülerinnen und Schüler geeignet ist. Und nun gehe ich in meine Präsentation und teile mit euch meinen Bildschirm, um meine Präsentation mit euch zu teilen. So, ich hoffe, ihr seht nun alle den Titel meiner Präsentation. Und ich gehe gleich in das erste Beispiel, das ich euch mitgebracht habe. Wir steigen sanft sozusagen ein und ich möchte euch eine Fundgrube für Infografiken zeigen, die ihr direkt vorgefertigt verwenden könnt. Sicherlich kennt ihr alle die Bundeszentrale für politische Bildung.
Auf diesem Portal findet ja ihr eine Vielzahl von Dossiers, Medien, Informationen aller Natur, insbesondere aus den Bereichen Geschichte, Gesellschaft, Politik und Internationales. Und es gibt auch ein ganzes Kapitel nur zum Thema Infografiken. Die sind professionell erstellt und bringen komplexe Sachverhalte auf den Punkt. Ich scrolle ganz oberflächlich mal durch dieses Kapitel drüber. Und ihr seht schon, von den Vereinten Nationen bis hin zum Thema Bundestagswahlen, Globalisierung und so weiter und so fort, finden wir eine Vielzahl von Infografiken von einzelnen Kapiteln. Wenn wir uns jetzt hier beispielsweise das Kapitel zu den Vereinten Nationen mal kurz ansehen, stellen wir fest, es gibt hier 11 Infografiken zum Thema Aufbau, Aufgaben und Wirkungsweise der Vereinten Nationen. Und wenn wir uns eine davon auswählen, die Ziele und Grundsätze der Vereinten Nationen, haben wir ein kleines Kapitel mit weiterführenden Links, Hintergrundinformationen und im Zentrum die Infografik. Die ist schön und aufwendig gestaltet und per Klick können wir uns die als PDF-Datei herunterladen auf den eigenen Rechner, um sie weiter zu verwenden. Also eine schöne und sehr einfache Methode, um an Infografiken zu kommen. Ich möchte noch etwas zur Lizenzform hier dieser BPB-Grafiken sagen. Die sind alle unter CC BY NCND lizenziert. Wir haben es hier leider mit keiner originären OER-Lizenz zu tun. Immerhin haben sie die Leute von der Bundeszentrale aber eine Creative Commons Lizenz, also eine offene Lizenzform gewählt. Allerdings eben mit der Einschränkung, dass man die Infografik nicht, ich mache das mal ein bisschen größer, ihr seht hier jetzt auch das Logo dazu, wo das steht. Ihr dürft sie also nicht abändern, dafür steht das Kürzel ND, No Derivatives, und auch nicht für kommerzielle Zwecke einsetzen, dafür steht NC, Non-Commercial. Das könnte unter Umständen Probleme verursachen, wenn ihr plant, diese Grafik auf eurer eigenen Homepage beispielsweise einzubinden, auf der ihr Werbung habt, dann wäre schon der kommerzielle Charakter streng genommen verletzt. Ich denke nicht, dass die Bundeszentrale da übermäßig auf Schadensersatzforderungen aus ist, aber nichtsdestotrotz sollte man sich das im Hinterkopf bewahren. Wenn ihr aber diese Grafiken für Unterrichtszwecke einsetzt, dann habt ihr damit keinerlei Schwierigkeiten, könnt ihr machen. Es ist eine Creative Commons Lizenz, aber auch bei der Weiterverwendung, bei der Weiterverbreitung und insbesondere bei Abänderungen müsst ihr also etwas aufpassen. Stöbert da also gerne mal ein wenig rum in den Beständen der Bundeszentrale. Ihr findet wirklich zu wahnsinnig vielen Themen toll aufbereitete Grafiken. Das lohnt sich auf alle Fälle. Das zweite Beispiel meiner Fundgruben ist die Datenbank von Statista. Statista ist ja ein Portal, das sehr umfangreiche Statistiken zu allen möglichen Themen bietet. Und auch hier haben wir einen eigenen Reiter zum Thema Infografiken. Täglich kommt eine dazu, das können alle möglichen, selbstverständlich tagesaktuellen Themen sein. Ihr seht hier, bereits auf der Startseite haben wir das Beispiel, es ist eine Infografik über die Mehrheitsverhältnisse in den Kammern des US-Kongresses, also das ist jetzt ein ganz brandaktuelles Thema. Hier unten findet ihr eine Auswahl von weiteren aktuellen Themen, aber selbstverständlich gibt es auch hier oben rechts einen Suchschlitz, in der ihr die Statistiken und auch die Infografiken durchsuchen könnt. Man hat natürlich auch die Möglichkeit, ein wenig zu stöbern in den Beständen, was es alles so zu gesehen gibt. Wir schauen in eins rein, ganz zufällig gewählt und ähnlich wie der Bundeszentrale, naja, ich möchte jetzt nichts an mir teilnehmen, haben wir hier weitere Informationen, auch Links zu der Grafik selbst. Hier geht es um Elektroautos. Und hier unten kommt die Infografik, die wir gerade als Vorschaubild gesehen haben, direkt zum Download über den grünen Button, zum Einbinden in soziale Medien. Hier habt ihr eine fertige URL für die Referenz, wenn ihr sie weiterverwenden möchtet, oder einen HTML-Code zur Einbindung. Also das ist alles sehr, sehr komfortabel und lädt ein, die Grafik weiterzuverwenden. Auch hier allerdings lohnt sich der Blick auf die Lizenzierung,
auch Statista hat eine Creative Commons Lizenzform gewählt. Diese Lizenz steht unter CC by ND. Also sie haben hier die Icons verwendet anstatt der Buchstabenkürzel. Also CC by bedeutet Weiterverwendung unter Namensnennung. Und hier das Gleichzeichen bedeutet No Derivatives. Also auch hier dürfen wir leider keine Abänderungen vornehmen an der Grafik. Die kommerziellen Zwecke sind in diesem Fall nicht ausgeschlossen. Das ist insbesondere bei der Verwendung an Privatschulen von Bedeutung. Aber auch diese Grafik dürfen wir leider nicht abändern, sondern müssen sie im Wesentlichen so verwenden, wie sie uns angeboten wird. Aber man kann ja auch beispielsweise, wenn man hier noch etwas hinzufügen möchte, weitere Daten oder auch etwas abändern möchte, sich so eine Grafik als Anregung holen, um selbstständig damit weiterzuarbeiten. Ich möchte euch gleich noch ein paar Beispiele zeigen, wie wir das tun können. Zunächst aber einfach hier Statista als wunderbare Quelle für Infografiken aus allen möglichen Bereichen. Selbstverständlich findet ihr auf diesem Portal auch noch diverse andere Dinge, sowie Statistiken, Reporte, Tools und so weiter. Gerade wenn es um Infografiken geht, dürfte der Reiter Statistiken für euch von Bedeutung sein. Ihr könnt also alle möglichen Themen auch über den Suchschlitz oben rechts durchsuchen, nach Statistiken aus allen möglichen Bereichen. Und wenn ihr hier per Mouse-Over seht ihr schon, das kleine grüne Plus oben rechts bedeutet, es ist ein bezahlter Zugang, der hierfür notwendig ist. Wie alle möglichen anderen Portale hat auch Statista einen Gratiszugang für Basisfunktionalitäten. Ich zeige es euch gleich nochmal, wie das sich zusammensetzt. Und auch ein großes Angebot an frei verfügbaren, an frei zugänglichen Medien. Hier beispielsweise die 30 größten Länder der Erde. Das ist also frei zugänglich und kann auch ganz bequem in allen möglichen Formaten heruntergeladen werden. Der Rest von Statista setzt sich zusammen nach den üblichen Regeln eines Freemium-Modells. Ihr seht hier, ihr könnt einen Basis-Account, der kostenfrei ist, erstellen, aber je nach Bedarf auch auf weitere Modelle zurückgreifen. Das dürfte aber insbesondere für kommerziell agierende Unternehmen von Bedeutung sein. Wenn ihr also Lehrkraft seid, könnt ihr euch mit einem Basis-Account anmelden und könnt dann auch weitere Angebote, die nicht ohne Anmeldung zugänglich sind, für euch verwenden. Nun möchte ich euch aber noch Beispiele zeigen für Tools, mit denen ihr selbst arbeiten könnt. Wenn ihr also jetzt ein bisschen Lust bekommen habt auf eigenständige Arbeit, dann möchte ich euch Easily zeigen. Easily ist ein, wie der Name schon sagt, ein sehr schöner sprechender Name, ein sehr einfach aufgebautes Tool, mit dem man selbst Infografiken erstellen kann. Hier ist eine Anmeldung erforderlich. Auch hier haben wir ein Freemium-Modell mit kostenfreier Basisvariante und Bezahlvarianten, die insbesondere grafischer Natur noch bestimmte Plus-Funktionalitäten bieten. Ich bin hier im Basismodell angemeldet. Und das geht schnell und kostenlos, wie man das so kennt. Und ihr habt hier die Möglichkeit, eben ganz verschiedene Infografiken anzufertigen. Ich zeige euch ganz kurz, wie das geht. Man kann also ein Blank-Template wählen und dann je nach ganz nach Lust und Laune bestücken. Wir haben die Auswahl zwischen ganz zahlreichen Images. Die sind nach verschiedenen Kategorien geordnet. Wir können natürlich Texte einbauen. Wir können Hintergründe wählen und wir haben eine ganze Reihe von Vorlagen zur Verfügung. Das ist vermutlich insbesondere für Anfänger ganz besonders von Bedeutung, weil dann kann man sich ein bisschen inspirieren lassen, auf welche Arten und Weisen man hier ein wenig spielen kann und kann schlicht und ergreifend auch einfach mal vorhandene Vorlagen überschreiben. Hier haben wir beispielsweise ein Thema, das möglicherweise für den Englischunterricht interessant sein könnte. Verschiedene Typen von Getränken, die man zum Frühstück zu sich nehmen kann, mit der Angabe zu Kalorien. Das kann man, wie man das gewohnt ist, in anderen Softwarelösungen auch anklicken und bearbeiten, auch übersetzen, natürlich auch die Bilder ersetzen und so weiter und so fort. Ich habe mir selber da ein paar Sachen schon mal angelegt. Einfach nur ein ganz kurzer Blick für euch.
Etwas, was ich gerne mag, ist zum Beispiel ein Zeitstrahl. Den habe ich mir auch aus den Vorlagen gefischt. Ihr seht, hier ist ein Lorem Ipsum Text angebracht, den ich ohnehin ersetzen muss. Und auch hier kann ich die Symbole, je nachdem, welches Thema ich bearbeiten möchte, ganz frei variieren, kann auch Diagramme einsetzen und habe also viel Auswahl aus vorgefertigten Elementen und habe so wirklich im Handumdrehen einen schönen Zeitstrahl, den ich mir dann auch herunterladen kann. Dadurch, dass ich bei Easily angemeldet bin, bleiben meine Dateien erhalten. Ich habe sie dann hier im Startbereich, wenn man auf das kleine E oben links klickt, sieht man hier meine Arbeiten. Man hat eine kleine Vorschau. Ich habe da einfach mal rumgespielt, um ein paar Funktionalitäten auszuprobieren. Man kann das Ganze auch in Ordnern organisieren oder auch mit ganz leeren Templates arbeiten. Also eine schöne, niedrigschwellige Art und Weise, wie man eigene Infografiken erstellen kann. Als nächstes Beispiel möchte ich euch Canva zeigen. Canva eignet sich sehr gut auch für die Arbeit mit Schülerinnen und Schülern, denn auf dieser Datenbank kann man sich zwar registrieren, muss es aber nicht. Und es lässt sich auch völlig ohne Anmeldung direkt in Canva selbst mit diesem Tool, mit dieser Plattform arbeiten. Das funktioniert so. Ihr könnt euch hier einen der Reiter auswählen oder auch einen Suchbegriff eingeben. Da es allerdings den Reiter Schule gibt, nehmen wir den einfach mal. Und jetzt bekommen wir hier eine ganze Reihe von Kategorien angezeigt, die wir auswählen können. Vom Arbeitsblatt bis zum Jahrbuch bis zu Mindmaps, die wir jetzt mal an. Und ihr seht, ich lande hier direkt in der Arbeitsumgebung, die ähnlich aussieht wie vorhin bei Easily. Ich habe also hier gewisse Vorlagen, die ich verwenden kann. Ich kann selber Bilder, Video oder Audio-Tracks hochladen, Fotos verwenden, die kostenfrei hier zur Verfügung stehen, Elemente, Text und so weiter. Also eine große Fülle an Möglichkeiten, die ich hier verwenden kann. Der Klick auf die einzelnen Elemente, lassen die sich verschieben, abändern, entfernen, neu beschriften. Also alles, was man machen möchte, kann man hier veranstalten mit diesem Tool. Und man kann eben auf das Know-how, auf die Anregungen, auf die Ideen der Vorlagen zurückgreifen und sich damit das Leben deutlich einfacher machen und die Designs nutzen und einfach weiterverwenden. Wenn wir nicht angemeldet sind, so wie ich, haben wir nur hier oben rechts die Möglichkeit, uns die fertig erstellte Datei, wenn wir damit zufrieden sind, als PDF herunterzuladen. Dann haben wir sie lokal auf dem Rechner. Allerdings können wir dann später nicht mehr daran weiterarbeiten. Das ist also ohne Anmeldung eine einmalige Angelegenheit. Eignet sich aber nichtsdestotrotz beispielsweise sehr gut für die Schülerhand, wenn ihr in fortgeschrittenen Klassen mit Infografiken arbeitet und beispielsweise gerade jetzt im Distanzunterricht einen Arbeitsauftrag herausgebt mit unterschiedlichen Schwerpunkten, dann können die Schülerinnen und Schüler mit diesem Tool arbeiten, ohne sich anmelden zu müssen. Also ihr bekommt dann auch keine Schwierigkeiten mit datenschutzrechtlichen Problemen, sondern man kann direkt loslegen und damit arbeiten und die fertigen PDFs beispielsweise auf einem lokalen Padlet der Schule oder in einer anderen Cloud dann arbeiten und das abgleichen. Also da habt ihr eine wirklich tolle Möglichkeit, die Schüler auch aktiv zum Mitarbeiten zu bewegen und dann auch in der Gruppe oder in Gruppenarbeit die Ergebnisse zu diskutieren. Ein weiteres Beispiel, das sehr, sehr niedrigschwellig ist und auch für die Schülerhand ist und diesmal tatsächlich auch für jüngere Schülerinnen und Schüler geeignet ist, ist die Plattform Charts Builder. Auf Charts Builder findet ihr vorgefertigt eine Tortengrafik. Und ihr seht, ihr könnt direkt von der Seite aus loslegen und hier arbeiten. Wir haben also die Möglichkeit, hier als Beispiel, klicke mal auf den Button Generieren und ihr seht, wie die Grafik jetzt aussieht. Wir haben also eine Tortengrafik zum Thema Literaturformen.
Das ist vorgegeben und ihr könnt aber jederzeit andere Daten eintragen. Ihr könnt direkt auf der Seite selbst Zeilen entfernen, umbenennen, ganz nach Herzenlust, wie ihr das also haben möchtet. Ich habe das mal ein bisschen vorbereitet, um uns die Zeit zu verkürzen, und habe eine fiktive Umfrage veranstaltet in einer Schulklasse, möglicherweise eine sechste oder fünfte oder vielleicht eher vierte Klasse, wer welches Lieblingsfach hat, und trage da mal ein paar Sachen ein. Man könnte also als Projektarbeit beispielsweise die Schülerinnen und Schüler beauftragen, eine Umfrage zu veranstalten, wer welches Lieblingsfach hat zum Beispiel. Das ist also etwas ganz Einfaches, was ganz Niedrigschwelliges. Die Ergebnisse trägt man in diese Liste ein und generiert dann eine Grafik. Und ihr seht hier, habe ich also sehr schön in Form einer Ringgrafik die Ergebnisse in meiner Umfrage. Deutsch mit 30,8 ist Sieger neben Sport, könnte vielleicht sogar stimmen, wer weiß. Und dementsprechend könnt ihr auch alle möglichen weiteren Daten und Aufträge weitergeben. Des Weiteren habt ihr eine URL, wo ihr die Grafik verschicken könnt, wenn ihr selbst eine erstellen möchtet als Lehrkraft, oder einen HTML-Code zur Einbettung der Grafik in die eigene Webpage oder in ein digitales Projekt. Ihr könnt außerdem den Diagrammstil ändern. Es stehen euch eine Vielzahl von Grafikformen zur Verfügung. Je nach Datenart, je nach Rechercheauftrag gibt es also die Möglichkeit, hier Linien, Bereiche, Säulen. Probieren wir mal kurz aus hier für unseren Bereich. Die sind natürlich jetzt einfarbig, weil es keine Wertigkeit gibt. Da müsste man noch verschiedene Zeilen hinzufügen. Oder eben auch verschiedene Kuchendiagramme, Tortendiagramme, zweidimensional oder dreidimensional anzufertigen und dergleichen mehr. Also das ist wirklich ein Tool, das sehr einfach anwendbar ist und eben auch für jüngere Schülerinnen und Schüler geeignet ist, um selbstständig damit zu arbeiten. Wie gesagt, gerade in Zeiten, wo wir mit der Klasse nicht direkt arbeiten können, eignet sich das sehr gut, um an einem gemeinschaftlichen Projekt in einer Form einer Umfrage die Ergebnisse zu visualisieren und die Lernenden behutsam an das Thema Infografiken heranzuführen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesen Beispielen ein paar Anregungen geben. Ich bin jetzt durch mit meinen Beispielen. Es gibt natürlich noch eine ganze Reihe mehr von Tools und Plattformen und Softwarelösungen, die euch ähnliche Varianten anbieten. Ich habe versucht, eine kleine Auswahl zu treffen, die den Einstieg in die Thematik erleichtern. Man kann sich daran vortasten. Und ein kleiner Ausblick auf meinen Talk von nächster Woche. Falls ihr die Zeit jetzt nutzen möchtet und bestenfalls auch selbst schon Infografiken erstellt mit einem dieser Tools oder auch mit einem anderen und die gerne teilen möchtet mit Kolleginnen und Kollegen und allen anderen, die interessiert sind. Nächste Woche wird es darum gehen, wo wir selbst erstellte OER-Materialien hosten können, deponieren können. Da zeige ich euch ein paar Methoden und Plattformen. Ich lade euch alle herzlich ein, also diese Tools fleißig zu benutzen und selbst aktiv zu werden, denn Wissen ist mehr, wenn man es teilt. Das ist einer unserer OER-Grundsätze und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich den einen oder die andere animieren konnte, das Ganze dann auch in die aktive Arbeit zu übernehmen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören, wünsche euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren und freue mich, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Tschüss und bis bald.